Da müssen wir auf jeden Fall noch Erde reinpacken. Tun wir mal hier die Samen weg. So, dala. Oh, schöne Musik. Ich mag diese ruhige Musik. Das ist entspannend. Das passt richtig schön zu Minecraft, vor allem zu diesen Bauphasen hier. Ich werde die einzelnen Titel von den Liedern nicht in die Videobeschreibung packen. Das wäre zu viel Arbeit. Beziehungsweise ist das eigentlich auch unnötig. Geht einfach auf die Seite Incompetech, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und dann werdet ihr das schon finden. So. Ja, das schaut gar nicht schlecht aus. Wir bräuchten vielleicht ein bisschen Sand, dass wir hier Glas machen können. Dafür basteln wir uns jetzt erstmal noch eine Eisenschaufel. Und haben natürlich nicht genug Holz. Nehmen wir mal das hier. Ja, das sollte erstmal reichen. Das können wir da drauf packen. Wir haben ja eh so eine Wüste hier neben uns. Da haben wir mehr als genug Sand. Schauen wir mal, dass wir hier. Wobei, das hier könnten wir abtragen, oder? Weil diesen kleinen See hier. Wollen wir den beibehalten? Nehmen wir erstmal hier hinten was weg. Dann können wir uns später immer noch entscheiden, ob wir den kleinen Teich da behalten wollen. Und ich würde sagen, ein Stack reicht jetzt sowieso erstmal. Da kriegen wir ja ordentlich Glas raus. Und ich würde sogar sagen, dass wir in dieser Aufnahmesession auch noch in ein Dungeon gehen. In dem, wo wir letztes Mal drin waren, gab es ja noch einige dunkle Gänge, die wir erforschen wollen. Und jetzt mit der Dungeon-Playlist ist das sicher nochmal eine Ecke geiler. So, das hier tragen wir auch noch mit ab. Das schaut ganz okay aus, oder? Nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. 2, 3, 4. Na, jetzt sind es 65, aber ist auch in Ordnung. Das ist ja kein Problem. Dann hauen wir das Ganze gleich mal in den Ofen. Vielleicht sollte ich noch einen zweiten Ofen bauen, dass wir immer mal parallel was backen können. Ganz geil, 35 Eisen haben wir jetzt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle reinpacken. Ja, tun wir die 28 rein. Das brauchen wir sowieso immer. So, und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir unser Lager hier hinten hinbauen. Ich glaube, das machen wir sogar. Dass wir quasi hier so einen Dreierdurchgang machen. Das können wir ja schon mal hier andeuten. Dann wird das zwar mit dem Teich im Lager nichts, weil das eigentlich viel zu tief gelegen ist, aber ja, keine Ahnung, irgendwelche Akzente können wir da sicher reinsetzen. Das ist kein Problem. Ich bin nur am Überlegen, wie weit wir da reingehen. Wir könnten natürlich ein bisschen reingehen und dann hier rechts noch einen Raum machen, wo wir dann von hier reinkommen. Dann könnten wir uns später überlegen, was wir da reinbasteln. Vielleicht unser Schlafzimmer, ich weiß es nicht. Wie gesagt, hier oben kommt noch ein Balkon hin, dass wir hier den Sonnenuntergang betrachten können. Und jetzt habe ich vergessen, meine Stoppuhr laufen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ist egal, dann nehmen wir jetzt einfach noch so 13 Minuten auf, ab jetzt. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger, das ist ja kein Problem. Ja, dann, wie gesagt, deuten wir das hier schon mal an. Aber meine Maus hängt heute irgendwie. Ich glaube, die ist unten drunter ein bisschen dreckig. Beziehungsweise mein Mauspad. Muss ich nach der Aufnahmesession mal gucken. Hui, das ist aber auch ruhige Musik. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Musik mit Action reinbauen. Da können wir eigentlich auch Holz reinbauen. Dann ist das auch wieder schön symmetrisch und angeglichen. Ja, das war sehr klug, Sinan. So, 1, 2, 3. Ja, das schaut schon einigermaßen nach was aus. Da weg und da weg. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Wunderbar. Mal schauen, wie das von außen ausschaut. Ich weiß das nämlich gar nicht. Vielleicht sollten wir das Holz noch eins rausziehen. Oder? Passt das so? Ich glaube, das passt so, oder? Müssen wir eh mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen mit Erde zumachen, dass das Haus quasi halb im Berg steckt. Das wird, glaube ich, auch ganz gut ausschauen. So, da können wir noch ein bisschen Holz hinklatschen und vielleicht hier auch noch Holz, dass das hier auch wieder symmetrisch ist. Na, das wird, glaube ich, ganz gut ausschauen. Die Musik ist mir gerade ein bisschen zu ruhig. Ja, das passt sehr schön. Und das mit der Tastatur ist echt nice. Das ist wirklich nice, dass ich hier einfach umschalten kann. Ich wusste das nicht. Ich habe die Tastatur jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr.
Schaut's mit Glas aus. 16 Stück, sehr schön. Dann können wir daraus schon mal ein paar Glasscheiben basteln. 32, ja, das passt, glaube ich, erstmal. Damit können wir schon einiges hier auskleiden. Und das Glas schaut nice aus, mit diesem leichten grauen Rahmen drumherum. Nee, ich muss ehrlich sagen, das Texture Pack ist geil. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir das noch schreiben. Also an schönen Texture Packs. Gerne ab 64x64 Pixel aufwärts. Ich habe das nämlich gern ein bisschen detailreicher. So, das schaut gar nicht mal übel aus. Basteln wir uns noch ganz flott ein paar Türen. Nicht mit dem, sondern mit dem, was wir aus normalem Holz basteln können. Genau, zwei sollten reichen. So, einmal und zweimal. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier eine Decke drüber und dann geht es auch schon ab in den Dungeon, dass wir mal wieder ein bisschen Abwechslung haben. Können wir hier unten drinnen noch so Trittbretter hinmachen? So Tritt-Dinger. Sind das das hier? Pressure Plates, genau. Passen wir uns noch ein zweites. Der Bug wurde ja inzwischen gefixt, dass wenn man hier auf eins drauf tritt, beziehungsweise dass wenn wir zwei nebeneinander platzieren, dass eine Tür immer offen bleibt. Wie ist das eigentlich, wenn wir da nur eins hinbauen? Gehen dann beide Türen auf? Nee, das müssen wir, glaube ich, mit Redstone regeln. Das werde ich aber dann irgendwann machen, wenn wir Redstone haben. Bis dahin können wir hier noch eine Pressure Plate hinpacken. Jetzt bin ich am Überlegen. Wollen wir hier eine Treppe nach oben machen? Dass wir quasi hier in den Berg reinklettern? Vielleicht so eine Wendeltreppe, dass wir dann hier im ersten Stock wieder rauskommen und dann hier noch ein Stockwerk draufzimmern? Oder sollen wir die Treppe hier in den Innenraum machen? Quasi hier so an die Seite. So ein Aufstieg. Muss ich mir noch überlegen. Ich ziehe jetzt erstmal ein Dach drauf. Beziehungsweise kein Dach, sondern eine Decke. Und jetzt seht ihr auch, warum wir so viel Holz für dieses Haus brauchen. Weil ich hier alle vier Blöcke Höhe außenrum nochmal komplett mit Baumstämmen vollziehe. Weil das einfach richtig gut ausschaut, finde ich. So, das können wir uns gerne auch nochmal anschauen von außen. Ja, das sieht schon auf jeden Fall nach was aus. Da könnten wir im Prinzip jetzt auch schon Fackeln anbringen, dass wir da nachts keine Probleme haben. Was machen wir hier hinten? Na, das lassen wir mal. Vielleicht können wir hier neben das Haus noch irgendwas hinbasteln. Interessante Musik, auf jeden Fall. Packen wir drin noch ein paar Fackeln hin. So. Da kann eine hin, da kann eine hin. Da kann eine hin. Und da kann eine hin. Und ich würde sagen, für die Decke benutzen wir wieder das, was wir aus der Birke rausbekommen. Davon haben wir jetzt zwar nicht mehr viel, aber im Zweifelsfall gehen wir halt nochmal ganz kurz Bäume fällen. Das ist jetzt ein bisschen monoton, aber mei. Okay, wir haben auf jeden Fall kein Holz mehr. Dann gehen wir mal schnell pennen. Seht ihr hier irgendwo Birken? Allzu viel ist ja jetzt hier nicht gewachsen. Da hinten haben wir die, glaube ich, gepflanzt. Müssen wir mal gucken, ob wir die gleich wieder abholzen. Gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wunderbar, ich sollte mich vielleicht daran gewöhnen, das Schwert in die Hand zu nehmen. Das ist zwar einigermaßen safe hier mit dem Teil, aber jetzt dadurch, dass wir hier eine Wand drumrum haben, könnte das schon mal böse enden. Falls er dann wirklich irgendwo ein Skelett oder so spawnt. Da kann das schon ordentlich wehtun. Ja, hier haben wir genug Birken, das sollte erstmal reichen für die Decke. Und falls ihr noch irgendwo gute Musik kennt, also ich kenne schon noch ein paar gute Webseiten, wo man ja, Lieder runterladen kann, die unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht worden sind und dadurch man die auch benutzen darf. Aber falls ihr da noch irgendwas Besonderes kennt, vielleicht auch irgendwelche guten YouTube-Kanäle, dann dürft ihr mir das gerne zukommen lassen. Über die Kommentare oder über eine Privatnachricht oder auch gerne über Facebook. Zu Facebook würde ich sowieso gerne mal was sagen. Einige wissen das, glaube ich, noch nicht. Ich bin auch auf Facebook vertreten unter facebook.com/sinangaming. Und da ich auch als privater Mensch eigentlich den ganzen Tag auf Facebook unterwegs bin,
fände ich das geil, wenn da noch ein paar Leute mehr wären. Also es sind jetzt knapp schon 30 Leute drüben und die kommentieren und liken da drüben auch fleißig. Alles auf dem, auf der Seite, die ich dort habe. Also das finde ich schon richtig geil, aber dadurch, dass ich wirklich den ganzen Tag auf Facebook bin, fände ich das schon geil, wenn sich das noch ausweiten lassen würde. Und so als kleines Zuckerle, beziehungsweise einfach so zum Anlocken, ich bin ja einfach ehrlich, braucht man ja nichts verschweigen, einfach euch, um auf die Facebook-Seite zu loggen, mache ich das jetzt seit einer Weile so, dass ich die Folgen auf Facebook schon um 13 Uhr freischalte. Also die poste ich dann dort und dann kann man sich die quasi eine Stunde vorher anschauen. Und ja, wenn ihr das auch haben wollt und auch mit mir über Facebook kommunizieren wollt, dann besucht einfach facebook.com/sinangaming und dann einfach dort die Seite liken und dann stehen wir quasi unter 24-stündigem Kontakt. Ich bin auch mit dem Handy immer auf Facebook, das heißt, auf Facebook findet ihr mich eigentlich immer. Und dementsprechend würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da auf Facebook ein bisschen mehr Action wäre, als da eh schon ist. Das nur mal so als kleine Ansage. Vielleicht wusste erst der ein oder andere ja noch gar nicht oder hat das auf dem Kanal von mir noch gar nicht gesehen. Das steht auch nochmal im Kanaldesign eingebettet drin, dass ich eben auf Facebook um 13 Uhr die Folgen schon freischalte und auf YouTube eben um 14 Uhr. Das wird dann auch so sein, wenn ich den Uploadplan geändert habe, dass ich trotzdem weiterhin eine Stunde vorher auf Facebook die Videos freischalte. Ich habe da einfach Bock drauf, ihr dürft mich da gerne flamen, das ist mir eigentlich soweit wurscht. Aber wie gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn sich noch ein paar Leute mehr auf Facebook tummeln würden. So, einmal die hier, das sind wieder die hellen, gell? Ja, ich muss die Textur echt ändern, also ich erkenne da kaum was. Ich hoffe nur, dass der 64er Stack jetzt hier reicht. Wir könnten jetzt natürlich auch unser Bett hier unten hin basteln. Oder vielleicht sogar das Bett noch draußen lassen. Machen wir das mal. So, einmal noch das Bett abbauen. Alles klar. Bin mir halt nicht sicher, ob das hier drin schon safe ist. Wir können das natürlich mal testen. Also wenn das so passt, dann brauchen wir da auf jeden Fall nicht nochmal so ein Gerüst aufziehen. So, was ist das? Holz? Da haben wir's. Coole Musik? Das ist, glaube ich, aber ein bisschen dunkler, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das ist ein bisschen dunkler. Dann habe ich da das Falsche dafür benutzt. Ja, das ist das Richtige. Prima. Komme ich da hin? Na. Na. So, ich trinke jetzt mal schnell noch einen Schluck Cola. Eieiei, ich merke nämlich, dass mein Hals schon wieder ganz trocken ist. Ich labere hier schon wieder eine halbe Stunde ohne Punkt und Komma. Dementsprechend geht das schon auf extrem auf den Hals. So, dann haben wir das gleich. Dann können wir uns wirklich schon mal ready machen, wieder in einen Dungeon zu gehen. Schauen wir mal, dass wir oben noch ein paar Fackeln anbringen, dass da keine Monster spawnen. So, von hier kommen wir ja gut drauf. Ne, müssen wir uns mal überlegen. Ich würde sogar sagen, dass wir den Treppenaufstieg reinbauen. Das wird richtig geil hier. Ich bin echt mal gespannt, was wir hier zusammen zaubern können. Das wird perfekt passen. Hier kommen noch zwei Etagen hin und dann sind wir hier quasi... Wir könnten so eine Dachterrasse machen. Mit so einem kleinen Teich vielleicht oder so einem kleinen Swimmingpool. Hier oben auf dem Dach ein paar Bäume. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Oh, das war ein Fail. Jetzt erstmal hier ein paar... War das gerade ein Höhlengeräusch? Also die Musik ist, glaube ich, teilweise noch ein Stück zu laut. Muss mal gucken, wie das dann im Dungeon sein wird, ob wir überhaupt die ganzen Monster hören können. So, das passt hier, glaube ich, soweit oben. Können wir hier noch ein paar Fackeln hinbasteln? So, und das Problem hier könnte sein, dass es eben offen ist. Haben wir noch Erde? Ja. Gehen wir mal hier runter. Leuchten mal hier unten so ein bisschen aus, bis wir das hier trocken gelegt haben. Das kann ja dann durchaus noch ein bisschen dauern. So, das sollte passen. Da vielleicht noch eine. Gut, dann erstmal ein bisschen Erde rauspacken und dann machen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal ready. Suchen uns mal einen schönen Dungeon, beziehungsweise den, wo wir letztes Mal drin waren. Einfach die restlichen Gänge ein bisschen abklappern. Machen wir hier mal so einen provisorischen Aufstieg.
So, das passt erstmal. Ich würde jetzt auch gern noch testen, ob das Bett soweit passt, aber es ist einfach viel zu hell noch. Dementsprechend werden wir jetzt mal alles hier reinpacken. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Sticks müssen wir uns auf jeden Fall noch ein paar machen. Das werden wir aus diesem Holz machen. Das brauchen wir alles nicht. Kobbel vielleicht schon. 30 sind, glaube ich, in Ordnung. Oh, und die Truhe ist voll. Hm. Können wir hier irgendwas stacken? Die Äpfel können wir eigentlich mitnehmen und futtern. Das kann dahin. Erde haben wir eigentlich auch viel zu viel. Hm. Ich würde sagen, wir basteln uns einfach noch eine zweite Truhe. Truhen werden wir später sowieso knapp geschätzte 5 Millionen haben. Dadurch, dass das Lager einfach so immens groß wird und auch umfangreich. Ha, ich bin noch heute wieder total deppert. Cobblestone wollte ich behalten. Eisen können wir da lassen. Beziehungsweise könnten wir uns im Prinzip schon eine Rüstung basteln. Und auch noch ein paar Werkzeuge. Mal gucken. Pfeile und ein Pfeil und Bogen müssen wir uns auf jeden Fall auch noch zulegen. Aber ich würde sagen, dass wir das erst nach dieser Dungeon-Session machen, weil wir da, denke ich mal, ein bisschen Flint sammeln können. Und auch Federn. Und auch von diesem String, das brauchen wir ja für den Bogen. Zwei würden erstmal nicht reichen. Machen wir das mal so. Lustige Musik. Auf jeden Fall. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Nein. Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir uns noch ein paar Fackeln basteln müssen. Und das Glas ist, glaube ich, fertig. Wunderbar, dann können wir das auch mal hier in die Kiste kloppen. So, wir werden uns erstmal eine Workbench basteln. Und einen Ofen. Die schleppen wir einfach jetzt so mit. Das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Falls wir unterirdisch mal was davon brauchen sollten. Dann brauchen wir ganz viele Sticks. Basteln wir uns erstmal ein paar Fackeln, dass wir so 64 haben. 40, 8. So, das müsste passen. 62 ist absolut in Ordnung. Die Kohle nehmen wir noch mit. Und ein bisschen Werkzeuge wollten wir uns basteln. Jetzt schauen wir mal. Ein Iron Sword haben wir schon. Eine Eisenspitzhacke wäre gut. Vielleicht sogar zwei. Das kann ja nicht schaden. So. Und die Item-Icons, die gefallen mir auch noch nicht sehr. Da sind die von Honeyball auf jeden Fall schöner. Mal gucken, vielleicht übernehme ich das auch in dieses Package. Und ich muss jetzt eh mal gucken. Das hier ist noch Minecraft 1.2.5. Die 1.3 ist ja im Prinzip schon mehr oder weniger veröffentlicht, in Anführungsstrichen. Zwar noch nicht offiziell, aber ich denke mal, die wird jetzt in der nächsten Zeit kommen. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie das mit den Texture Packs sein wird. Was haben wir hier? Iron Shovel, Stone Axe, okay. Vielleicht noch eine Eisenschaufel. Und vielleicht basteln wir uns einfach noch ein Eisenschwert. Das ist, glaube ich, niemals schlecht. Dann können wir nämlich das restliche Eisen da lassen. Jetzt basteln wir uns erstmal hier eine Brust. Das hat kein Icon, seht ihr das? Hm, das ist ein bisschen blöd. Ich sehe das jetzt nicht. Ich muss mir das jetzt einfach merken. Ich packe das mal hier unten in die Ecke. Und dann brauchen wir noch eine Hose. Ich glaube aber, das reicht nicht. Iron Leggings. Ja, das passt, glaube ich. Schuhe. Nee, das müsste sogar passen. Das müsste sogar passen. Jetzt haben wir da die Schuhe. Und was brauchen wir noch? Einen Helm. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo der Fail ist. Okay. Das ist quasi alles in einem Icon gespeichert. Da stimmt wohl was mit der Pixelanzahl nicht. Oh, ich sehe gerade, ich muss mal kurz die Folge beenden. Wir sehen uns morgen. Ciao.